angesichts der Lage mit Blick auf die Flüchtlinge uns heute hier kurzfristig getroffen. Ich freue mich sehr, dass Werner Faymann zusammen mit dem Vizekanzler der Regierung gekommen ist, mit Herrn Mitterlehner und mit der Innenministerin. Unsererseits haben auch Herr Gabriel und Herr de Maizière an der Besprechung teilgenommen. Wir haben in den letzten Tagen in einer akuten Notsituation am Freitag der vergangenen, also vorhin Freitag und dann noch eine Woche zurück, eine Entscheidung getroffen, die als eine humanitäre Ausnahme ja auch bezeichnet wurde, um Menschen zu helfen. Und es war für uns als gute Nachbarn selbstverständlich, dass wir diese Lösung so getroffen haben. Ich halte sie auch für richtig und sie hat vielen Menschen geholfen. Wir sehen allerdings, dass wir insgesamt eine hohe Zahl von Flüchtlingen haben über die Route Griechenland, Mazedonien, Serbien, Ungarn und dann Österreich und Deutschland. Und wir haben heute natürlich darüber gesprochen, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen können. Deutschland hat Grenzkontrollen eingeführt. Wir haben dies getan, um einfach die Flüchtlinge besser registrieren zu können. Wir hatten angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen eine Situation, dass hier die Registrierung überhaupt nicht mehr möglich war. Und ich glaube, auch aus Sicherheitsgründen ist es verständlich, dass wir hier wieder zu einem geordneten Regime sozusagen und Mechanismus zurückkehren müssen. Nichtsdestotrotz will ich die Gelegenheit noch mal nutzen, allen Menschen zu danken, die auch am vergangenen Wochenende geholfen haben, damit die Situation überhaupt beherrschbar ist. Und Ähnliches gilt, glaube ich, auch für Österreich. Auch dort möchte ich allen danken, die heute zum Beispiel in Nickelsdorf und an anderen Stellen helfen. Denn Österreich hat gestern 20.000 Flüchtlinge an einem Tag bekommen. Ein Land, das ein Zehntel der Einwohner Deutschlands hat. Da kann man sich auch überlegen, was für eine große Aufgabe das ist. Wir wollen also im Geist der Freundschaft, aber auch natürlich mit dem vorhandenen Rechtswerk, was wir haben, versuchen, die Probleme zu lösen. Und das hat dazu geführt, dass wir eben auch einen gemeinsamen Anruf bei Donald Tusk, dem Ratspräsidenten, getätigt haben und einfach gesagt haben, dieses Problem kann nur gesamteuropäisch gelöst werden. Es ist eine Verantwortung der gesamten Europäischen Union. Und deshalb haben wir uns dafür ausgesprochen, in der nächsten Woche einen Sonder-EU-Rat durchführen zu lassen. Donald Tusk wird das prüfen. Nicht, und das sage ich ausdrücklich, um das zu machen, was die Innenminister gestern auf den Weg gebracht haben, nämlich eine Verteilung von 120.000 Flüchtlingen zu diskutieren. Das ist bei den Innenministern jetzt in guten Händen, sondern um uns mit anderen Fragen zu befassen. Erstens mit der Frage, wie können wir die Herkunftsländer der Flüchtlinge besser unterstützen? Hier braucht es eine große europäische Kraftanstrengung. Zweitens, wie können wir mit der Türkei besser ins Gespräch kommen? Donald Tusk war dankenswerterweise bei Präsident Erdogan und bei dem türkischen Ministerpräsidenten, hat uns eben auch darüber berichtet. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass der gesamte Rat darüber informiert wird. Und wie können wir schneller, wenn wir dann die Verteilungskriterien haben, bei denen die Innenminister ja gestern vorangekommen sind, die Verteilungszahlen, wie können wir schneller die Hotspots bauen in Griechenland, aber auch in Italien? Denn ohne die Hotspots wird es auch nicht zu einer Verteilung von Flüchtlingen kommen. Und insofern drängt die Zeit aus unserer Sicht und deshalb können wir hier nicht bis Mitte Oktober warten. Und das Ganze wird jetzt geprüft, natürlich auch mit der Präsidentschaft besprochen. Aber wir hatten hier ein sehr konstruktives Gespräch und Deutschland und Österreich arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Und das sollte auch weiter so sein, denn es ist wahr, Deutschland, Österreich und Schweden, sage ich jetzt mal noch dazu, können das Problem nicht alleine lösen. Aber es wäre ganz undenkbar, wenn auch wir uns nicht mehr kooperativ miteinander abstimmen. Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wertehaltung, Menschen zu helfen, die auf der Flucht sind, ist ein Recht, zu dem wir uns immer bekannt haben. Mit dieser Menschlichkeit für eine Europäische Union, die den Friedensnobelpreis bekommen hat, Menschen zu helfen, die den Frieden wollen und vor einem Krieg flüchten, mit dieser Wertehaltung sind wir in organisatorische Schwierigkeiten gekommen.
weil die Europäische Union hier nicht gemeinsam ihre Kräfte mobilisiert, sondern plötzlich diese Frage, wie vereinbaren wir Menschlichkeit und Humanität mit Kontrolle und guter Organisation bei zwei, mit Schweden bei drei Ländern geblieben ist. Drei Länder können die Frage der Humanität und das Recht auf Asyl nicht alleine stemmen. Drei Länder können auch nicht gemeinsam die notwendige europäische Außenpolitik machen, die die Frau Kanzlerin angesprochen hat. Daher ist ein Europäischer Rat, wie die Kanzlerin bereits ausgeführt hat, so notwendig zu fragen, wie können wir Herkunfts- und Transitländer dabei unterstützen, dass Menschen dort ein Asylrecht vorfinden. Oder stecken wir einfach den Kopf in den Sand und sagen, naja, zuständig wäre wer anderer. Eigentlich bräuchten wir ja alle Gesetze streng genommen durchgerechnet gar keinen nehmen, weil direkt neben uns ist ja kein Krieg und alle, die dazwischen sind, hätten ja längst diese Aufgabe zu erledigen. Und daher, was geht es uns an? Es ist wichtig, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Es geht um Menschen und es geht um ein Recht auf Asyl. Nun, diese europäische Initiative, diese Herkunfts- und Transitländer dabei zu unterstützen, finanziell, materiell, also konkret, nicht mit Überschriften, sondern mit Handlungen. Dann an der Außengrenze in Griechenland eine gemeinsame Grenzsicherung mit einem Hotspot vorzunehmen, der dieses Recht auf Asyl auch ermöglicht, der auch anderen Menschen sagt, die dorthin kommen und kein Recht auf Asyl haben, ihnen gar keine Hoffnungen gibt, dass sie anderswo dieses Recht finden. Diese gemeinsamen Standards in der Europäischen Union, diese politischen Fragen sind von drängender Wichtigkeit. Deshalb auch diese gemeinsame europäische Vorgangsweise. Wir können nicht warten, bis die Menschen sich durchgekämpft haben von Syrien nach Griechenland, von Griechenland über die Westbalkanroute bis zu uns und sie dann einfach abhalten. Das würde eine humanitäre Katastrophe auslösen. Der müssen wir ins Auge sehen. Deshalb bin ich so dankbar für die Entscheidungen der deutschen Bundeskanzlerin. Und ich sage das auch hier in aller Offenheit. Es war in diesen Stunden vor 10 Tagen die Frage, diskutieren wir jetzt langmächtig, dass eigentlich Ungarn diese Leute ordentlich zu behandeln hätte? Diskutieren wir jetzt ausführlich über Griechenland? Diskutieren wir jetzt, was notwendig ist, ausführlich über Syrien und den Krieg? Oder helfen wir jenen Menschen, die schon lange nichts zum Essen hatten, die losmarschiert sind, die Angst bekommen hatten, auf ihrem Weg überhaupt Freiheit zu finden und Schutz zu finden? Geben wir ihnen etwas zu essen und versorgen sie medizinisch. Und ich bin sehr dankbar dir, dass du bei dieser Entscheidung nicht zögerlich warst. Es gibt Politiker, die berufen dann Arbeitskreise ein, denken viel nach, überlegen sich, wie schieben sie die Schuld auf andere. Nein, es war eine Entscheidung, zu sagen, wir lassen diese Leute nicht im Stich. Wissentlich, dass wir wieder einen Normalbetrieb aufnehmen müssen, wissentlich, dass wir den Dingen ins Auge blicken müssen, nicht in diesen drei Ländern die Frage des Asyls der Flüchtlinge alleine lösen zu können. Und nun in diesem Normalbetrieb ist wieder die enge Kooperation notwendig. Es soll niemand sein Leben verlieren auf der Suche nach Schutz. Wir müssen aber auch gemeinsam vorgehen, etwa jene Menschen in jene Länder zurückzubringen, die sicher sind und die vielleicht jetzt in diesen Tagen auch zu uns gekommen sind. Wir müssen also eine Unterscheidung vornehmen, wer hat ein Asylrecht und wer nicht. Aber wir dürfen Menschen, die ein Asylrecht haben, hier nicht im Stich lassen. Das gemeinsam zu organisieren, humanitär, aufrichtig und kontrolliert, ist etwas, das wir noch in vielen Details konkret abstimmen müssen. Österreich hat auch an der ungarischen Grenze hier Maßnahmen gesetzt, wie die Einberufung eines Assistenzeinsatzes des Bundesheers, die Polizei dabei zu unterstützen. Auch wir müssen die vielen ehrenamtlichen Helfer des Roten Kreuzes und all der
freiwilligen Organisationen unterstützen, die zum Teil am Ende ihrer Kräfte sind, diesen Leuten etwas zum Essen zu geben und sie medizinisch zu versorgen. Auch wir benötigen diese Gleichzeitigkeit von Menschlichkeit und Kontrolle. Aber daran werden wir gemessen. Ob uns das genauso viel bedeutet wie die Finanzkrise, wo wir uns jeden dritten Tag getroffen haben und gesagt haben, wie verhindern wir den wirtschaftlichen Zusammenbruch, der letztendlich auch Menschen getroffen hätte. Ob wir hier diese humanitäre Frage ernst nehmen oder ob wir sie wegschieben und hoffen, dass der Nachbar die Probleme hat. Daher ein aufrichtiges Dankeschön, liebe Angela, für diese enge und gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Frau Bundeskanzlerin, denken Sie bei Ihrer Forderung nach mehr europäischer Solidarität, so wie der österreichische Bundeskanzler, auch an Kürzungen von Mitteln aus den europäischen Strukturfonds, um die Zögerer zu überzeugen? Kommt das für Sie in Frage? Und Herr Bundeskanzler Faymann, Sie haben jetzt die gute deutsch-österreichische Zusammenarbeit beschworen. Gehört dazu auch, dass Flüchtlinge, die vielen Flüchtlinge, die jetzt in Österreich sind, künftig auch mehr in Österreich registriert werden? Oder rechnen Sie und hoffen Sie weiter darauf, dass die Flüchtlinge durch Österreich durchreisen und am Ende dann in Deutschland ankommen? Haben Sie da konkret etwas besprochen? Ich glaube, wir müssen es wieder schaffen, einen europäischen Geist herzustellen. Und meine Hoffnung, dass das durch Drohungen geht, ist sehr gering oder nicht ausgeprägt. Wir haben immer, wenn wir Meinungsverschiedenheiten in Europa haben, und das ist nun, weil es wirklich nicht das erste Mal, dass es so ist, das Gespräch gesucht, manchmal auch sehr zähe, sehr lange Gespräche. Wir haben geworben und wir haben bislang immer Lösungen gefunden. Und dieser Optimismus leitet mich auch wenn es diesmal sehr, sehr schwer ist und wenn diesmal auch sicherlich noch größere Hürden zu überwinden sind. Deshalb bin ich nicht an dem Punkt, dass wir drohen sollten. Aber ich will doch sagen, dass viele Menschen in Deutschland, und da, denen sind wir verpflichtet, oder bin ich verpflichtet, ist die Bundesregierung verpflichtet, natürlich auch die Frage stellen, wie funktioniert dieses Europa, wenn es jetzt um menschliche Werte geht? Was ist der europäische Geist, den wir so oft beschworen haben? Und daran werden wir natürlich erinnern. Aber Drohungen sind nicht der richtige Weg zur Einigung, glaube ich. Ich bin davon überzeugt, dass viele Länder den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass das Problem an ihnen vorbeizieht, weil Deutschland und Österreich, Schweden eine andere humanitäre Einstellung auch nach außen signalisiert haben. Geradezu wollen sie uns manche in den Diskussionen vorwerfen, dass wir so viel über das Recht auf Asyl sprechen. Aber das Recht auf Asyl mit Füßen zu treten, ist keine Alternative in unserer Wertegemeinschaft. Und deshalb war es mir wichtig, hier auch aufzurütteln und wachzurütteln. Und zu sagen, es ist auch eine Frage der Solidarität, welche finanziellen Mittel Nettozahler wie wir anderen überweisen. Das hat auch etwas mit Nachholbedarf und Solidarität zu tun. Solidarität ist nicht irgendeine karitative Tätigkeit, die man sich heute einmal überlegt oder nicht, sondern Solidarität heißt erkennen, dass ein Problem gemeinsam lösbar ist und alleine nicht. Und deshalb wollte ich das auch dafür einsetzen. Ich möchte aber auch etwas sagen zu, hoffen Sie darauf, dass die Menschen dann in Deutschland ankommen. Österreich, und Sie kennen ja das Verhältnis in der Bevölkerung, Österreich-Deutschland etwa 1:10, hat pro Kopf mehr in der Bundesbetreuung. Österreich hat in den Notquartieren derzeit bis zum letzten Platz alle voll. Österreich stellt sich dieser Aufgabe nicht als Land, darauf zu hoffen, dass wir keine Probleme haben und der Nachbar löst. Aber Österreich kann sicher nicht anstelle von Deutschland diese Menschen alleine aufnehmen und versorgen. Das werden Sie verstehen. Und deshalb bin ich auch dankbar dafür, dass Deutschland nicht sagt, wir machen die Grenzen dicht, im Sinne, da kommt keiner rein, der ein Asylrecht hat,
sondern dass es hier um Kontrolle und um gemeinsame Abwicklung geht. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gerade die Entscheidung in der Nacht zum 5. September nochmal für richtig bezeichnet, als richtig bezeichnet. Gleichwohl wird Ihnen in den eigenen Reihen und auch medial sehr oft vorgeworfen, dass Sie mehrere politische Signale ausgesandt haben, die eine übertriebene Aufnahmebereitschaft signalisiert hätten und dadurch den Flüchtlingsstrom erst so richtig verbreitert hätten, weil Sie weitere Flüchtlinge animiert haben, nach Deutschland zu kommen. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Ich sage, dass ich der festen Überzeugung bin, auch gerade nach den Vorfällen, die wir in Heidenau hatten, die ja auch noch nicht sehr lange zurückliegen, dass es darum geht, ein bestimmtes deutsches Gesicht stellvertretend für viele Bürgerinnen und Bürger zu zeigen. Und ich will einmal daran erinnern, die Bilder, die um die Welt gingen, waren nicht die von meinem Besuch in Heidenau in der Erstaufnahmeeinrichtung. Da gab es nämlich gar keine Fotografen dabei. Sondern die Bilder, die um die Welt gingen, waren die Bürgerinnen und Bürger, die am Morgen nach dieser Entscheidung die Menschen in München und anderswo am Bahnhof empfangen haben, die ganz selbstverständlich geholfen haben, die vielen Tausenden. Und da hat die Welt gesagt, das ist aber eine schöne Geste. Und das kam aus dem Herzen der Menschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Und deshalb glaube ich, dass auf der einen Seite dieser Impuls der richtige war, dass es aber auch natürlich ist, dass man dann schaut, wie kann ich auch die Dinge wieder so machen, dass unsere Sicherheitsinteressen vertreten werden. Und wir haben die Grenzen ja nicht zugemacht. Das möchte ich auch nicht, um dann Österreich die Last zuzuschieben. Das kann man natürlich alles so weitergeben. Es wird nach meiner Meinung auch nicht so besonders gut funktionieren, sondern wir haben jetzt gesagt, wir brauchen Kontrollen, wir brauchen einen Überblick, wer bei uns einreist. Und über diesen Maßstab haben wir auch gesprochen und in dem werden wir auch weiter partnerschaftlich zusammenleben. Das ist meine Antwort dazu. Und es gibt im Übrigen, weil ja manche auch gesagt haben, sie seien übertölpelt, überrannt, überrascht worden oder was auch immer. Es gibt Situationen, in denen muss entschieden werden. Ich konnte nicht 12 Stunden warten und überlegen, die Leute sind auf die Grenze zumarschiert. Und da haben wir diese Entscheidung getroffen. Ich ja gar nicht ganz alleine, der Bundesaußenminister war aus einem Außenministerrat. Wir haben sogar noch die rechtlichen Implikationen überprüft. Kann man einen Notfall charakterisieren, ohne das Dublin-System aufzugeben? Und auch der Vorwurf, um das dann an der Stelle auch gleich noch mal zu sagen, wir würden ja keinen Flüchtling im August nach Ungarn zurückgeschickt haben. Und deshalb wären wir ja schuld, dass das Dublin-System nicht mehr richtig funktioniert. Man muss mal sehen, wenn im August sind zu uns 102.000 Leute gekommen. Im Juli waren es, glaube ich, noch 76.000, 102.000, 70.000 davon über Ungarn und Österreich. Das hat schon viele Kapazitäten gebunden. Sollen wir jetzt die Menschen noch damit befassen, dass sie wieder nach Österreich, nach Ungarn zurückgeschickt werden? Das ist doch rein praktisch, kann man uns doch keinen Vorwurf machen, dass wir keinen nach Ungarn zurückgeschickt haben. Wir haben im vergangenen Jahr sehr viel daran gearbeitet, zu überlegen, ob wir nach Italien Flüchtlinge zurückschicken können. Das bindet derart viele Ressourcen. Da haben zum Schluss die bei uns ankommenden Menschen nichts mehr zu essen, weil jeder nur noch damit beschäftigt ist, Rückführungen zu versuchen. Also, ich glaube, mein österreichischer Kollege Werner Faymann hat eben etwas sehr Richtiges gesagt. Wir sind in einer nicht ganz einfachen Situation. Und das ist eine der großen Herausforderungen, ich würde sagen, seit Jahrzehnten, die wir in Europa haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, wie wir ganz zum Schluss diese Herausforderung bewältigen. Und ich sage wieder und wieder, wir können das schaffen und wir schaffen das. Aber diese Herausforderung werden wir nur gemeinsam bewältigen. Und sie werden sie nicht bewältigen, indem wir immer gucken, ob wir noch einen finden, dem wir noch unsere Sorge und unsere die Tatsache, dass wir noch nicht die letzte Antwort haben, überbringen und sagen, so, und jetzt hast du das falsch gemacht. Und wenn wir zum Schluss noch den Menschen sagen, es war ein Fehler, dass ihr die Leute freundlich empfangen habt am Münchner Bahnhof und nun könnt ihr sehen, was ihr davon habt, dann akzeptiere ich so eine Argumentation nicht.
Um das konkret zu machen, was passiert denn mit den tausenden Flüchtlingen, die in Österreich ankommen? Wird da von Österreich verlangt, die zu registrieren, oder kann Österreich, wie das jetzt immer schon gemacht wurde, quasi weiter schicken nach Deutschland, wenn die nach Deutschland wollen? Das heißt, quasi für Deutschland würden sie ja dann nicht weniger Flüchtlinge werden. Und zweite Frage noch an beide, wie lange sollen dann die Grenzen aufrecht erhalten werden? Also wie lange sollen die Kontrollen durchgeführt werden? Wir haben heute über eine Arbeitsgruppe gesprochen, die noch heute, glaube ich, beginnen wird zu tagen, wo wir genau über diese praktischen Probleme sprechen. Sie haben eben in Ihrer Frage aber einen Satz gesagt oder einen Untersatz gesagt, den will ich auch noch mal kommentieren, nämlich, dass die Flüchtlinge nach Deutschland möchten. Was wir nicht haben in der Europäischen Union, ist sozusagen das Wahlrecht, in welchem Land und in welcher Stadt man gerne sein möchte. Sondern wir sind Länder, die sich dem Dublin-System und dem Schengen-Bereich angeschlossen haben, die alle miteinander davon ausgehen, dass sie jeweils Lebensbedingungen haben, die den humanitären Standards entsprechen, die wir nach der Genfer Flüchtlingskonvention, nach dem Asylrecht brauchen. Und deshalb reden wir ja auch über Verteilungen innerhalb Europas. Und wir werden, das haben wir zum Beispiel als Koalition in Deutschland beschlossen, auch sagen, wenn jemand seinen Status in einem anderen Land bekommen hat, dann kann es nicht so sein, dass er zum Beispiel finanzielle Mittel in Deutschland bekommt, sondern wenn wir zu einer Verteilung kommen, dann ist Europa sozusagen insgesamt, die Europäische Union, soweit sie sich an dem gemeinsamen Asylsystem beteiligt, muss ein sicherer Herkunftsbereich sein. Es gibt also kein Wahlrecht, wo man hin will. Auch das muss man den Flüchtlingen sagen. Jetzt haben wir noch eine deutsche Frage, glaube ich. Noch eine. Frau Bundeskanzlerin, eine Frage mit Blick auch auf die Ministerpräsidentenrunde heute Abend. Ihr Vizekanzler Gabriel hat heute noch mal von einer Million Flüchtlingen gesprochen, die möglicherweise in diesem Jahr kommen. Wird es heute Abend, nachdem man schon lange verhandelt zwischen Bund und Ländern, eine Einigung auf die Verteilzentren in verschiedenen Regionen Deutschlands geben, oder ist dieser Gedanke vom Tisch? Und eine Frage bitte an Herrn Faymann. Herr Faymann, hat diese Flüchtlingskrise, diese Problematik das Potenzial, die EU als Ganzes zu schädigen angesichts der Neinsager im Osten? Könnte das das Aus für die Europäische Union bedeuten? Heute Abend wird nicht der 24. September vorgezogen. Das heißt, das Treffen mit dem Ministerpräsidenten, auf dem wir über die rechtlichen Änderungen und die Finanzen sprechen werden. Sondern heute Abend wird man sich in der Tat mit der Situation mit Plätzen beschäftigen. Man wird sich austauschen, welche Reserven können wir noch mobilisieren, was kann die Bundeswehr leisten, wie kann es weitergehen mit einer fairen Verteilung in Deutschland, entweder über Zentren. Es hat sich allerdings die Lage jetzt geändert. Wir versuchen ja im Augenblick, an der Grenze ankommende Flüchtlinge sofort zu registrieren. Das heißt, sie brauchen vielleicht gar nicht mehr diese großen Verteilzentren, wie München eins war, sondern sie können sofort dann die Zuweisungen in die Richtung der jeweiligen Ankunftsorte machen. Darüber werden wir sprechen, wie wir genau dieses Management zwischen Bund und Ländern einvernehmlich regeln können. Denn am vergangenen Wochenende war eine sehr schwierige Situation entstanden, als die Zahl der Flüchtlinge einfach größer war als die Zahl der bereitgestellten Plätze. Und wir werden Sie dann ja im Anschluss an diese Sitzung auch informieren über unsere Ergebnisse. Dankeschön. Ja, ich bin schon der Meinung, dass es das Potenzial, hat, die Europäische Union als Projekt zu gefährden, weil es doch zwei Facetten hat. Die einen, die Angst haben, dass wir hier unkoordiniert vorgehen und als Politik den Überblick nicht haben. Denen zu signalisieren, wir bringen nichts zusammen, würde das europäische Projekt schwer beschädigen. Die zweite Gruppe, und manches Mal überschneiden sich auch die Gefühle, die zweite Gruppe verlangt zu Recht, dass Menschlichkeit keine Schande ist. Das Gegenteil ist eine Schande. Und dass wir Menschen in Not helfen und nicht zusehen, wie eine humanitäre Katastrophe in Europa passiert. Das heißt, nicht zu handeln gefährdet das europäische Projekt in den Herzen von vielen Menschen.
die hoffen darauf, dass diese Europäische Union stark genug ist. Und wir haben das bei der Wirtschafts- und Finanzkrise geschafft, zu zeigen, dass wir etwa Vergleiche wie mit den 30er Jahren verhindern, und wir müssen das jetzt beweisen. So, jetzt haben wir noch ein Foto vor den Fahnen. Jennifer.